Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand? Heute am 4. Januar 2024. Hallo Leute, das ist der Mario aus Thailand mit den aktuellen News und Infos. Wir beginnen mit einer Unwetterwarnung für Südthailand. Und zwar wird dort in 8 Provinzen von heftigen Winden und Regenfällen gewarnt. Eher ein bisschen südlicher von Phuket und vor allem eher ist die Ostküste betroffen. Also von Narathiwat über Nakhonsit Thammarat hoch bis Surat Thani Chumphon in den kommenden Tagen. Es wird auch wieder davor gewarnt, aufs Meer rauszufahren, denn es ist mit hohen Winden, mit hohen Wellen und mit Stürmen zu rechnen. Hoffen wir nicht, dass wieder so viele Boote sinken wie in den vergangenen Wochen, wo auch diverse Touristen zu Schaden kamen oder bis heute noch vermisst werden. Dann gibt es noch eine Meldung in Sachen Visum und Einreise. Leider betrifft die nicht die Leute aus DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz, aber die Chinesen. Die Chinesen haben ja zurzeit bis Ende Februar auch die visafreie Einreise befristet, wo es ihnen ja gestattet, ohne Visum einzureisen, und sie bekommen 30 Tage, wie auch wir aus dem Westen. Und das wird sich ab dem 1. März ändern. Dort wird das Ganze unbefristet sein, da Thailand und China ein neues Abkommen abgeschlossen haben. Somit ist es jetzt möglich für Chinesen, visafrei nach Thailand zu reisen und umgekehrt genau dasselbe. Thais können in Zukunft auch ab dem 1. März 2024 visafrei nach China reisen. Zumindest für Thailand wird das bedeuten, dass wesentlich mehr Chinesen nach Thailand reisen könnten. Davon geht man zumindest aus. Im Weiteren hat das Kabinett noch Steuersenkungen in Sachen alkoholische Getränke genehmigt. Also es soll in Zukunft so sein, dass die Steuer, die auf alkoholische Getränke erhoben wird, gekürzt werden soll. Das würde dann bedeuten, dass vor allem die Brauereien, aber auch die Retailer, die Verkäufer im Allgemeinen, dort die Preise senken müssten. Die andere Frage, die sich halt stellt, ob diese Preise weitergegeben werden. Ob das eine gute Politik ist, da habe ich ein paar Fragezeichen, denn ist wirklich sinnvoll in einer Zeit, wo man schon massive Probleme hat, auch im Kampf gegen den Drogenkonsum, jetzt auch noch die Steuern auf Alkohol zu senken, damit die Leute noch mehr Alkohol günstig konsumieren können. Ich hoffe, es wird hier nicht am falschen Ort angesetzt. Im Weiteren gibt es auch noch eine Aussage vom Energieminister, und er sagt, sie wollen die Treibstoffpreise im Allgemeinen weiter runterbringen, und zwar wollen sie auch, dass Diesel wieder unter 30 Baht der Liter kommt. Das wird aber nur gehen mit Gesetzesänderungen, auch was das anbelangt, woher der Treibstoff oder das Rohöl etc. kommen darf. Und da wird man vor allem in den kommenden Monaten noch schauen, dass man hier die Gesetze so weit anpassen kann, um weiterhin günstig Öl oder auch andere Energiemedien nach Thailand bringen kann. Das thailändische Fischereiministerium meldet noch, dass es ihnen gelungen sei, 2 neue Garnelensorten zu entwickeln. Diese beiden Sorten sollen krankheitsresistenter sein. Ihr wisst ja, dass Garnelen ja auch in Thailand gezüchtet werden, und zwar in Massen. Da wird auch sehr viel Antibiotika und Chemie verwendet. Es gibt auch viele Leute, die von dem Garnelenkonsum in Thailand abraten, wegen der hohen Belastung der Gewässer. Und wie man jetzt eben sieht, gibt es da auch bereits Lösungen, nämlich krankheitsresistentere Garnelen. Ja, ob das jetzt positiv ist oder eher negativ, das kann ich nicht beurteilen, aber das muss jeder selber wissen, ob er in Zukunft noch Garnelen essen möchte oder nicht. Ich denke, in kleineren Mengen sollte das kein Problem sein, so mache oder werde ich es zumindest machen, aber in größeren Mengen werde ich sicherlich kein Meeresfood oder Seafood mehr essen in Thailand. Also in größeren Mengen heißt sicherlich nicht täglich, aber so vielleicht mal 2-3 Mal im Monat sollte das eigentlich nicht wirklich ein Problem sein. So oft isst man jetzt auch nicht Seafood, denn es ist ja preislich auch nicht gerade günstig im Vergleich zu den anderen Gerichten in Thailand. Das Verkehrsministerium in Bangkok teilt noch mit, dass 7 weitere Großprojekte
zum Ausbau von Straßen und Schienen genehmigt wurde. Es betrifft einerseits weitere Schnellstraßen, die gebaut werden sollen, und auch den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, wie zum Beispiel auch die rote Linie, der Zug, der dort erweitert werden soll. Das ist zumindest positiv, dass man sieht, dass man weiterhin auch in die ÖV investiert und in den Ausbau der Autobahnen etc. Jedoch würde ich da auch nicht zu euphorisch sein, denn wir wissen ja bereits, dass es in Thailand auch sehr, sehr lange dauert, bis solche Projekte schlussendlich umgesetzt sind. Die thailändische Polizei bzw. Immigration meldet noch, dass sie Menschenhändler festgenommen haben, die versucht haben sollen, Menschen aus Bangladesch via Thailand nach Malaysia zu schmuggeln. Und die konnten in Südthailand festgenommen werden, im Grenzgebiet zu Malaysia. Jetzt, was hier interessant ist bei dieser Meldung, sind die Preise, die die Geschmuggelten bezahlen müssen, um durch Thailand geschmuggelt zu werden. Und das sind auch saftige 100 bis 140.000 Baht, die da von den Geschmuggelten abgenommen werden. Umgerechnet so plus minus 3.000 Euro, die die Menschen hier bezahlen müssen, um sich von Bangladesch nach Malaysia schmuggeln zu lassen. Das sind sehr hohe Geldbeträge für arme Menschen. Ich denke, das ist bei vielen hier auch das ganze Ersparte, was sie haben. Das Nationale Büro für Statistik hat noch bekannt gegeben, dass die Jugendarbeitslosigkeit bei Studienabgängern sehr hoch sei in Thailand. Also kurz gesagt, die Leute, die von der Uni kommen, finden in der Regel kaum eine Arbeit. Da verstehe ich nicht ganz, warum das so ist, denn einerseits hören wir ja immer Meldungen, dass in Thailand Dutzende, Millionen von Stellen frei sind, also die Arbeitgeber finden keine Leute, die arbeiten wollen. Und handkehrum gibt es jetzt noch eine Meldung vom Statistik Office, dass es so viele arbeitslose Studienabgänger gibt. Ja, ich kann mir da nur vorstellen, dass es einerseits das Gehalt ist, was zu niedrig ist, dass sich halt viele Leute sagen, ja, für diesen Batzen hier gehe ich nicht arbeiten. Und das andere halt, dass viele halt einfach auch wirklich keinen Bock mehr haben, körperliche Arbeit zu machen, sondern irgendwo halt ein Office-Job in einem klimatisierten Gebäude, was ja auch irgendwo durch verständlich ist bei diesen Temperaturen in Thailand. Der Immobiliensektor in Thailand fordert die Regierung noch auf oder auch die Zentralbank, sich zu möglichen Zinserhöhungen oder Senkungen zu äußern. Denn der Immobiliensektor ist natürlich davon abhängig, ob die Zinsen weiter steigen werden oder nicht. Auf dem Immobilienmarkt schaut es in Thailand zurzeit auch eher etwas düster aus, weil viele Thais halt keinen Kredit aufnehmen können, da die Zinsen viel zu hoch sind und sie halt gerne mal wissen wollen, ob es jetzt dann bald wieder runtergeht, also Zinssenkungen kommen, oder ob sie da noch länger ausharren müssen, bis dann die Zentralbank endlich mal mit den Zinsen wieder runterkommt. Dann noch eine interessante Äußerung auf Phuket vom Präsident der Phuket Real Estate Association. Und er sagt, dass die russische Oberschicht in Phuket die Immobilien übernommen haben. Oder auch kurz gesagt, Phuket sei zum Spielplatz der reichen Russen geworden. Das ist ja nichts Neues. Auch ich habe schon darüber berichtet, dass vor allem aufgrund des Krieges sehr viele Russen nach Phuket reisen und dort auch in sehr, sehr teure Immobilien investieren, aber auch im Allgemeinen die Immobilien aufkaufen. Jetzt kommt da sicherlich dann auch eine Zuschauerfrage, ja, wie ist das überhaupt möglich? Kann man als Ausländer Immobilien in Thailand kaufen? Man kann als Ausländer in Thailand Immobilien kaufen, sofern man eine Firma hat. Und genau so wird das auch gemacht oder dann halt gepachtet und weiter vermietet. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Immobilienpreise in Phuket immer weiter steigen. Und das ist natürlich vor allem für die Thais auch ein Riesenproblem, weil sie so vom Markt verdrängt werden. Das war's von heute mit den aktuellen News und Infos aus Thailand. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund und Grüße aus
Thailand.